Da ist aber einer mächtig sauer. Ex-Popstar Juror Detlef Die Soest wütet gegen Toni Janschke. Der Grund? Das Foul des Gladbachers an Bayern-Star Arjen Robben, bei dem sich der Holländer einen Bauchmuskelriss zuzog. Auf seiner Facebook-Seite schreibt Soest, Zitat: Als Fußballfan finde ich es unglaublich, mit welcher Brutalität Mittelklasse-Spieler wie Toni Janschke, Weltklasse-Spieler wie Arjen Robben augenscheinlich bewusst faulen und dadurch dafür sorgen, dass er für Wochen nicht mehr seinem Beruf nachgehen kann. Soest schreibt weiter: Dafür nur die gelbe Karte zu geben, finde ich zu wenig. Was ist eine gelbe Karte gegen eine 6- bis 8-Wochen-Sperre? Sieg gegen Bayern hin oder her, aber das ist echt zu hart. Für seinen Post sorgte er in den sozialen Netzwerken aber eher für Gelächter. Janschkes Aktion war eigentlich ein normales taktisches Foul.